Hey, Achievement, beende den zweiten Akt. Hätte der zweite Akt nicht ein bisschen fröhlicher enden können? Oh Mann, Finley, ich fühle mit dir. Der Gesichtsausdruck ist sehr angebracht. So, im Winter nochmal schön den Ventilator anschalten. Und es schneit ganz fleißig. Oh, wir haben Winterklamotten. Oh mein Gott, wie süß. Okay, das hebt meine Stimmung wieder ein kleines bisschen. Oh mein Gott, wie süß. Finley. Ach Gott, die kleine Mütze. Ach, bist du knuffig. Oh, ich will wissen, was alle anderen für Winterklamotten anhaben. Ach, sind wir süß. Oh, und sogar das Ladebalkentierchen hat Winterstimmung. Oh. Hey, sag mal, friert's dich nicht? Wer ist dir denn auf den Fuß getreten? Hattest du kein schönes Winterschlaffest? Ich hab grad keine gute Zeit. Kann ich dir helfen? Nein. Oh. Och, Finley, ich will dir eine Umarmung geben. Ich will dich ganz fest knuddeln und dir sagen, dass alles wieder gut wird. Oh, da hat jemand eine kleine Schneetaube gebaut. Kleiner Schneefinley. So, sogar im Winter wird geangelt. Kann gerade ein paar Flussgedanken gebrauchen. Finley. Hallo. Du siehst nicht gut aus. So als seien die Wellen deines Flusses über das Ufer getreten. Mag schon sein, ja. Wie läuft's mit deiner Schwester? Ich habe ihr von deinem Flussgedanken erzählt. Dass wir Zweige zusammenhalten müssen gegen den Strom. Wir haben eine Stunde lang durchgeheult. Oh, das ist was Gutes, hoffe ich. Ist es. Bald wird der Flussschüler zum Flussmeister. Was, Finley? Meinst du mich? Noch nicht. Aber bald. Vielleicht. Wow. Als nächstes bringe ich dir bei, wie man den richtigen Campingstuhl auswählt. Ich weiß nicht, ob ich mich bereit fühle. Ich glaube, bereit fühlt man sich nie. Wenn man immer warten würde, bis man sich bereit fühlt, kommt man zu gar nichts. Manchmal muss man einfach machen. Schauen, welche Route nehmen wir denn zur Arbeit? Ach, das Fahrrad, können wir das jetzt endlich mitnehmen? Gehen wir durch die Einkaufspassage und gucken mal bei Pina vorbei. Vielleicht können wir mit der ein bisschen reden. Oder gehen wir durch die Innenstadt und schauen uns an, ob es noch irgendwelche Reste vom Winterschlaf ist. Ich glaube, ich gehe mal bei Pina vorbei. Ich brauche ein bisschen Freundschaft gerade. Vielleicht kann sie ja Finley mal knuddeln. Ich habe keinen Hunger. Es ist echt kalt. Zum Glück haben unsere Schaufenster eine Doppelverglasung. Bei dem Wetter wird aber sicher nicht viel Kundschaft kommen.
Vielleicht der richtige Tag, um sich ein bisschen Freizeit zu gönnen. Ah, gönn dir nur. Heute geschlossen. Es hat eine Anzeige, aber ich kann nicht damit interagieren. Finley! Ist alles in Ordnung? Es geht so, wenn ich ehrlich bin. Es ist Irma, habe ich recht. Giuliano hat mich heute Morgen angerufen. Ich stelle bereits ihre Andenkenfigur her. Es ist so traurig. Ich mochte die alte Irma sehr. Sie war meine Patientin. Ich war dabei, als sie gestorben ist. Ich konnte nichts für sie tun. Das tut mir so leid, Finley. Das muss schlimm gewesen sein. Ich weiß gerade noch nicht, wie es mir geht. Ich habe kaum geschlafen, obwohl ich so müde war nach der Nachtschicht. Ich dachte, ich sei auf diese Situation vorbereitet. Aber Irma war... Ich weiß, Finley. Alle kannten Irma. Alle mochten sie. Und sie hatte Glück, dass du ihr Arzt warst. Ich bin spät dran. Lass uns irgendwann mal sprechen. Ja, ich geh jetzt doch nochmal oben lang durch die Stadt. Aber Finley, weißt du hast halt auch nichts für sie getan, weißt du? Er und Dr. Krokowski, die haben natürlich medizinisch halt alles getan, was sie tun konnten. Aber Finley hat halt auch menschlich so viel für sie getan. Es ist so wichtig, dass Ärzte nett sind zu ihren Patienten und dass einfach da war und ihr immer zugehört hat mit den Geschichten und so. Ich glaube, das hat wirklich sehr viel für sie getan. Alles so schön verschneit, aber wir können uns gar nicht richtig drüber freuen. Die Welt ist so kalt, wie wir uns innerlich fühlen. Gilberts wird wahrscheinlich auch erstmal einen Tag geschlossen bleiben oder so. Könnte ich mir gut vorstellen. Brunnen ist wieder abgeschaltet. Die Landschaft sieht so schön aus mit dem Schnee. Es ist so richtig, so gemütlicher Schnee, wo man sich so richtig reinlegen möchte am besten. Ich liebe einfach den ganzen Artstyle. Das ist so schön. Und das alles von deutschen Entwicklern. Ich finde, das muss man auch mal loben. Die deutsche Videospielszene ist ja meistens nicht so die beste. Im Vergleich zu anderen zumindest. Aber das hier ist was richtig Gutes. Spüre eine dunkle Wolke über dir, kleiner Sprüngling. Es gab einen Todesfall bei euch, nicht wahr? Das ist nie schön, das ist klar. Aber der Fluss des Lebens fließt unerbittlich. Lass dich mit ihm treiben.
Wir alle werden mal ins große Meer der Ewigkeit geschwemmt. Sagt sich so einfach. Hey, Ingrid. Morgen. Na, schönes Wochenende gehabt. Was ziehst du denn für eine Schnute? Morgen, Ingrid. Ich bin nicht so gut drauf. Ist es wegen der Dikalma? Tut mir leid, Kleiner. Wirklich. Ich mochte die alte Dame auch. Ich hatte gehofft, dass ich nach dem Wochenende ein bisschen besser drauf bin. Naja, du bist halt ein empathischer Typ. Lass aber nicht zu, dass das zu einem Problem für dich wird. Der Tod ist Teil unseres Berufs. Versuch dich zu konzentrieren. Es gibt genug lebende Leute hier, denen du helfen musst. Auch wenn ich verstehe, dass einem die erste tote Person länger hinterherhängt. Ja, vielleicht haben sie recht. Ich werde mich konzentrieren und mir Mühe geben. Richtig so. Ja, hat sie schon recht, die Irma. Die Ingrid. Ah! Die Ingrid, die von Indeed. So, Cafeteria können wir nicht. Hier ist irgendwie so blaues, grelles, blaues Licht. Morgen, Finley. Emmas Bett war leer heute Morgen. Dachte mir schon, dass sie es nicht geschafft hat. Tut mir leid, wenn ich frage. Aber das war sicher dein erster Todesfall, oder? Oh Mann. Versuch drüber hinwegzukommen. Je schneller du dich daran gewöhnst, desto besser. Das sagt sich alles so leicht. Guten Morgen, Finley. Wie geht es Ihnen? Beschissen. Ganz okay, denke ich. Eine Patientin ist gestorben. Ihre Patientin. Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen der Tod von Irma noch etwas nachhängt. Zeigen Sie bitte trotzdem Leistung. Sowas darf unsere Arbeit nicht beeinflussen. Verstanden, wird gemacht. Sie kennen ja das Spiel. Wir sprechen uns nochmal nach Ihrer Behandlung. Und machen Sie das Beste aus dem Tag, Finley. Viel Erfolg. Ach so, noch was. Irma ist an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Sie war alt. Ihr Immunsystem hat einfach alles durchgelassen. Eine Weile blieb sie stabil. Ihr Zustand verschlimmerte sich jedoch während ihres Aufenthalts hier. Manchmal kann so etwas passieren. Der Vorfall mit dem Wasserschaden in ihrem Zimmer hat sicher auch nicht gerade geholfen. Was ich Ihnen sagen will: Sie haben nichts falsch gemacht. Das habe ich auch im Bericht angemerkt. Ich habe Ihnen Irma zur Behandlung übergeben. Und das war die richtige Entscheidung. Davon bin ich überzeugt. Okay. Wir haben noch eine Nachricht. Von Pina. Finley, ich habe von Irma gehört. Es tut mir so leid. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich werde heute ihre Andenkenfigur bauen und mir besonders viel Mühe geben. Wenn du reden willst, komm jederzeit vorbei, okay? Das haben wir ja schon gemacht, tatsächlich. Was steht denn heute auf der Agenda? Einfach mit Arbeit ablenken. Nee, alte Eule, junge Eule und Workaholic-Patientin. Die junge Eule sieht wesentlich sympathischer aus. Die heben wir uns zum Schluss auf. Zur potenziellen Aufmunterung. Die anderen beiden sind ja alle ein bisschen anstrengend. So, wie geht's denn unserer Leberzirrhose?
Frau Kollegin. Wie schätzen Sie Ihre gesundheitliche Situation ein? Entzugserscheinungen abnehmend, Schmerzen ebenso. Gut. Stimmen Sie einer Untersuchung zu? Dafür bin ich hier. Drücke A, um fortzufahren. Ach, oh Gott, das haben wir ja schon ewig nicht mehr gemacht. Das ist das, wo ich mir die Finger wieder verrenken darf. This. Hilfe. Ja, bin ich mit B nicht sehr zufrieden. Wir werden Ihnen Vitamin B1 und Energiezufuhr weiter erhöhen. Ihre Leber ist auf dem Weg der Besserung. Was reden Sie da? Schwachsinn, die Leber ist hin. Die Werte sind eindeutig. Meinen Sie wirklich? Sie sind gerade noch rechtzeitig zu uns gekommen. Sie können sich sehr gerne selbst davon überzeugen. Für ein paar Tage werden wir Sie noch zur Beobachtung hier behalten müssen. Wenn Sie weiterleben wollen, dann verzichten Sie auf Alkohol. Für immer. Hart und ehrlich. Das gefällt mir. Vielleicht wird aus Ihnen doch noch was. In ferner, ferner Zukunft. Danke. Aber was ich tue oder nicht, geht's hier rein gar nichts an, verstanden? Ich gebe ja nur Ratschläge als Arzt. Ja, ich habe Ihnen meine ärztliche Einschätzung mitgeteilt. Was Sie damit machen, ist allein Ihnen überlassen. Ob Sie dumm sein wollen, das ist nicht mein Problem. Das Denken kann ich für Sie nicht mit übernehmen. So, schaffen Sie sich inzwischen ein bisschen zu beruhigen. Guten Morgen, Frau van Galen. Ich bin schon so weit? Ihr Kollege sagt, Sie würden mich heute nochmal durchchecken. Wenn sie das sagt, wird es schon stimmen. Wollen wir direkt loslegen? Sie wollen sicher nach Hause. So. Wir haben Tabletten zu geben. 4 Stück. Wir haben sehr viele Farben. Erstmal den hier. Dann brauchen wir ganz viel Pink. Wir haben kein Plus Gelb. Aber wir haben hier haben wir Plus Pink mit. Brauchen wir eine davon. Und 2 davon. Sie macht 4 Pillen und alles sieht gut aus. Yep. Ich sehe eine deutliche Verbesserung. Wissen Sie was? Mir geht es heute tatsächlich echt besser. So gut wie schon seit Jahren nicht mehr. Ich habe das Gefühl, meine Umgebung wieder so richtig wahrzunehmen. Uiuiui. Dann scheinen die Medikamente ja ihren Job zu machen. Ja. Aber ich glaube, es ist noch mehr. Ich konnte nochmal mit Dr. Gautera reden. Und es war, als würde er in mir eine Mauer einreißen. Als würde alles, was ich bisher für wichtig hielt, in einem anderen Licht erscheinen. Ich habe mir vorgenommen, mein Leben grundlegend zu ändern. Sehr schön. Ich will nicht nochmal hier enden. Ich will mich auf andere Dinge konzentrieren können. Und nicht nur für meinen Job leben.
habe heute Morgen meine Chefin angerufen und 4 Wochen Urlaub beantragt. Jawohl. Das ist super. Sie sah das anders. Hat mir sofort mit einer Kündigung gedroht. Oh, tut mir leid. Muss ich nicht. Ich bin die Insel, ich bin das Meer. Und vielleicht arbeitslos. Aber es ist mir komplett egal und das ist toll. Ich werde meine Übungen machen. Und mehr auf mein Herz hören. Danke, dass Sie mir geholfen haben. Ich werde auch Dr. Gautera nochmal danken, bevor ich gehe. Haben Sie noch einen schönen Tag. Und passen Sie auf sich auf. Oh, danke schön, Sie auch. Oh, das freut mich für Sie. Dass sie zur Einsicht gekommen ist und jetzt ihr Leben in die Hand nehmen will. Nicht so wie unsere alte Eule da. Wo wir gerade von Eulen reden, was haben wir hier denn für ein kleines Eulchen? Hallo, du Süße, was ist denn mit dir kaputt? Du musst Emma sein, oder? Oh, Emma. Ja. Die Emma Erdbeerjoghurt, richtig? Erdbeerjoghurt? Nein. Ich bin die Emma Smith. Ach so, stimmt ja, das steht hier auch. Da habe ich mich wohl verlesen. Wie geht's dir denn, Emma Smith? Ich habe Heimweh. Und Bauchweh auch. Du hast doch ein paar Tabletten bekommen, oder? Und es ist noch nicht besser? Nein. Dann wollen wir uns mal genauer anschauen, was dein Bauch hat. Das machen wir doch sofort. Mit einem Anamnesebogen. Was haben wir denn zur Auswahl? Blut, Hände, Gehirn, Knochen, Zähne, Füße, Tod und Verderben. Bauch. Wir machen mal das Übliche, einfach der Reihe nach eins von jedem und gucken mal, was passiert. Okay, 2 davon sind schon mal richtig. Die Hand können wir stehen lassen. Machen wir hier mal Blut und da mal Gehirn. Machen wir hier mal noch Fuß und Totenkopf. Aha, wir kommen der Sache näher. Machen wir auch Bauch und was haben wir noch? Zahn. 1 von beiden ist richtig, aber an der falschen Stelle. Warte mal. Hier noch Knochen und da Zahn? Nee. Also Knochen und Zahn ist schon mal komplett falsch. Vielleicht Blut. Und Magen? Ja. Aber gerade so noch richtig. Was genau das immer aussagt, ist mir immer noch ein Rätsel. Aber solange Finlay weiß, was er damit anfängt, ist ja gut. Ich glaube, deine Schmerzen kommen von deiner Nahrungsmittelallergie. Ich habe gelesen, dass du bestimmte Sachen nicht essen darfst. Stimmt das? Schon. Und passt du da auch auf, was du isst? Schon, aber... Was denn, Emma? Also Gerda hat gesagt, dass man nach dem Winterschlaffest so viele Nüsse essen darf, wie man will. Ist das deine Mutter? Nein, Mama heißt Mama und ist noch verreist. Aber wer ist denn Gerda? Gerda Kniesbrei, die besuche ich immer, wenn ich Heimweh habe. Die ist doch Doktor, wie du. Moment mal, meinst du Dr. Kniesdorf? Ja. Tust du mir einen Gefallen, Emma? Okay. Bitte iss jetzt keine Nüsse mehr. Dein Bauch verträgt leider keine Nüsse, auch wenn auch nicht nach dem Winterschlaf ist.
Oh. Das ist gemein, ich weiß. Aber dein Bauchweh ist auch gemein, oder? Ja. Und wir überlegen uns schöne Dinge, die du und dein Bauch essen können. Ja, na gut. Ja, das war eine relativ pflegliche Behandlung. Und auf Nüsse zu verzichten geht ja einigermaßen. Da gibt's Schlimmeres, auf das man allergisch sein kann. Jo, Dr. Krokowski, ich habe mal wieder all meine Behandlungen in Rekordzeit und mit Bravour abgeschlossen. Alles erledigt. Yep. Sie haben heute länger gebraucht. Nein, ich habe doch gerade gesagt, ich habe sie in Rekordzeit abgeschlossen. Aber ich drücke aufgrund der Umstände heute noch ein Auge zu. Lassen Sie mal sehen. Bah. Ein A. Was haben Sie heute für mich? Ich habe gar nichts für Sie. Übrig. Nein. Dr. Theobald hat nach Ihnen gefragt. Ach wirklich? Wieso? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Er hat mich jedoch gebeten, Sie für den Rest des Tages freizustellen. Es gefällt mir zwar nicht, aber ich habe zugesagt. Dann scheint es wohl etwas Wichtiges zu sein. Meinen Sie, ich soll in sein Büro kommen? Das können Sie meinetwegen tun, aber Sie werden ihn dort nicht vorfinden. Woher wissen Sie das? Weil er sich gerade in unserem Pausenraum, gemütlich gemacht hat. Oh, seltsam. So ist er eben. Dann gehe ich mal dort vorbei. Wie Sie wünschen. Was kann denn der von mir wollen? Vielleicht will er mich jetzt auch noch beurlauben wie Karl. Ach, Emir. Finley. Ich habe heute Morgen gehört, was passiert ist. Willst du sprechen? Wollen wir einen Kaffee trinken oder so? Nein. Ich möchte erstmal meine Arbeit erledigen. Ja. Wenn du später reden willst, sag gerne Bescheid, okay? Oh, Mia ist so eine Gute. Die sind alle so Gute in diesem Spiel. Also fast alle. Anwesende Eulen und Schneeleoparden ausgenommen. So, Herr Oberchefarzt, Dr. Chef, was machen Sie in unserem ranzigen Pausenraum? Finley, da sind Sie ja. Danke, dass Sie gekommen sind. Klar, Dr. Theobald, was kann ich für Sie tun? Nichts, nichts. Ich wollte aber mit Ihnen reden. Erstmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Sie haben in den letzten Tagen hervorragende Arbeit geleistet. Kommt der Dialog auch, wenn man alle Minispiele absolut verkackt hätte? Danke. Wollten Sie mich deswegen sprechen? Keineswegs. Ist garantiert wegen Irma irgendwas. Ich habe natürlich ebenfalls von Irma die Kalmas Ableben gehört. Eine Tragödie, definitiv. Auch mir war Irma sehr bekannt und ich habe sie sehr gemocht. Sie wird mir genauso fehlen wie der gesamten Stadt. Doch sie haben sie behandelt und auf ihren letzten Tagen begleitet. Ist Irma ihr erster Todesfall? Ja. Das tut mir leid. Es ist nicht selten, dass man den ersten Todesfall nicht aus dem Kopf bekommt. Auch ich kann mich sehr gut an meinen sehr gut erinnern. Ich denke, ich weiß, was Sie meinen. Ich denke noch sehr viel an Frau Dikalma. Passen Sie nur auf, dass diese Gedanken Sie nicht beeinflussen. Sie haben schließlich weiterhin Personen, die auf Ihre Hilfe angewiesen sind. Werden Sie nicht unaufmerksam. Niemals. Heute Nachmittag ist Irmas Trauerfeier. Sie findet im Gilbert statt. Giuliano richtet die meisten Trauerfeiern aus. Diese hier wird ihm sicherlich schwerfallen. Sie sollten hingehen. Glauben Sie mir, danach wird es Ihnen besser gehen. Kann ich das denn tun? Sie sind für den Rest des Tages entschuldigt. Und ich bin sicher, Frau Dikalma hätte Sie ebenfalls eingeladen.
Okay, ich gehe hin. Danke Ihnen, Dr. Theobald. Nicht dafür, Finley. Grüßen Sie die alte Dame von mir. Oh. Wir sehen uns morgen wieder. Grüßen Sie die alte Irma von mir, in Ordnung? Und richten Sie Giuliano bitte ebenfalls mein Beileid aus. Oh, das ist aber nett von ihm. Und ich hoffe, das hilft Finley auch tatsächlich. Ich will aber trotzdem ganz kurz nochmal hier nach oben gucken auch. Weil ich immer noch so ein bisschen das Gefühl habe, dass hier oben mal irgendwo noch was passieren muss. Das immer noch irgendwie sehr mysteriös ist da mit unserem Unfall. Ich habe das Gefühl, da ist noch irgendwas, irgendein Geheimnis oder so, aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Nun gut. Und hier ist Erdgeschoss. 00. Mach's gut, Kleiner. Und rutsch nicht auf dem Schnee aus. Ich habe mir heute Morgen schon den Wirbel gezerrt. Wie kann man sich denn den Wirbel zerren? Kann man sich nicht nur Muskeln zerren? Ich habe keinen Hunger. Okay.